Hallo, grüß euch. Endlich kann ich euch die kleinen Cocker Spaniel zeigen. Als erstes in meiner Hand habe ich da einen wunderschönen Blauschimmelrüden. Der ist ganz toll gezeichnet. Jetzt ist er nur total schwarz-weiß. Man sieht aber schon diese Spots, nennt man das, bei den Brazal. Das heißt, da kommen nur silbere Haare zum Vorschein. Aber das dauert ja ein bisschen, weil so kleine Pupsis müssen sich halt erst langsam Woche zu Woche entwickeln. So, als nächstes von den Geschwisterchen Cocker Spaniel zeige ich die Hündin. In dem Wurf gibt es ja nur ein Mädchen, der Rest sind lauter Buben. Die ist natürlich pechschwarz und hat aber da am Halsbereich relativ viele weiße Haare, die auch mit der Zeit so silber gesprenkelt werden. Das schaut natürlich richtig gut aus. Ich habe ja schon in der E-Mail geschrieben an die neuen Besitzer, ihr dürft euch auch schon Namen aussuchen für die Hunde. Wenn die rechtzeitig zu uns durchgeben werden, dann steht das auch so in den Ahnenpässen und jeder Hund kriegt quasi seinen Wunschnamen. Früher hat man mal das mit A, B, C gemacht, mit den Hundenamen im Wurf. Jetzt, wo alle Tiere gechippt sind, sind sie einzigartig, weltweit, einmalig gekennzeichnet und da kann man sich dann auch Wunschnamen aussuchen, weil da gibt es kein Verwechseln. Und da weiß man auch egal, wenn zweimal Resi in einem Wurf vorkommt, welches die Resi Nummer 1 und Resi Nummer 2 ist. So, als nächstes zeige ich euch noch ein Geschwisterchen Cocker Spaniel. Das ist ein ziemlich kräftiger schwarzer Rüde, der auch da ein bisschen weiß hat. Sieht man ganz gut, oder? Ja? Ist auch schon so richtig dick. Und jetzt sind die Hunde 3 Wochen und wenn ihr jetzt schaut, jetzt sind die Ohrli noch ziemlich kurz. Und ich erzähle immer, wenn der Spaniel zur Abgabe ist, kann man, wenn man die Ohren nimmt, die da vorne bei der Nase zusammenklatschen. Das nennt sie das Ohrleder und das wächst immer erst mit der Zeit mit. Und so ab 6 Wochen ungefähr kann man immer die Rasse bei den Hunden erkennen. Zuerst weiß man es nicht genau, was wird das einmal, aber ab 6 Wochen sieht man es dann eindeutig, das ist ein Cocker Spaniel. Und schon kommen wir zum nächsten. Der ist auch schwarz-weiß, ganz entzückend. Hat ein bisschen mehr schwarz am Rücken. Da schaut die Tante vorbei. Ja, wisst ihr, die müssen auch vorbeischauen, weil in dem Haus gibt es 3 Cocker Spaniel und die müssen heute halt auch dabei sein. Ne? Wichtig ist ja für Welpen immer, dass die im Rudel und im Familienverband aufwachsen. Cindy! Dass er eine gute Hund. Jetzt bin brav. Und dann schnappen wir uns den nächsten Schnuckelchen. Das nächste Mäuschen da ist auch wieder ziemlich schwarz. Hat da so einen leicht gräulichen, nicht recht viel von den weißen Haaren. Wenn das nur so wenig ist bei den Welpen, kann man davon ausgehen, dass das bald weggeht. Das ist so ein Babyfleckerl und wenn der Hund dann erwachsen ist und die Haare dichter und länger sind, dann ist das weg. Nur wenn der Fleck wirklich groß ist, dann bleibt davon was übrig. Der letzte Schwarze, der ist fast nur schwarz, wenn ich euch da zeige, der hat nur ein paar ganz wenige silberne Haare da auf der Brust, den kann man wirklich als total einfärbig schwarz bezeichnen und der ist natürlich auch schon ganz besonders entzückend. In dem Alter mit 3 Wochen können die Hunde jetzt schon sehen und hören, weil anfänglich sind ja die Augen und auch die Gehörkanäle zu und mit 3 Wochen sind die dann schon so geschickt, dass schon schön langsam am richtigen Leben und Erleben der Umwelt teilnehmen. Und jetzt versuche ich nur, dass ich euch die Elterntiere zeige, dass die genetisch getestet und frei von allen Erbkrankheiten sind, habe ich ja schon gesagt und geschrieben. Und daraus kann man resultieren, dass das wirklich ganz erstklassige Spaniel sind und sicher sich zu Schönheiten entwickeln. Und wenn sie es nicht ganz so gut füttert wie die Züchterin, dann sind sie auch schlau. Da zeige ich jetzt die Mutterhündin. Die muss ein bisschen füttern, weil sie tut gern essen. Weil besorgt um die Jungen wuselt sie natürlich überall umeinander und bleibt nicht bei mir. Aber so sind Spaniel, wenn es was zum Essen gibt, dann sind sie immer dabei. Und weg ist wieder.
Da. Und ich sage ja immer, das Beste kommt zum Schluss. Das ist jetzt der Papa von den kleinen Schnuckelchen. Wie gesagt, da in dem Haus gibt es 3 bezaubernde Spaniel. Und die werden natürlich da alle verwöhnt, gehegt und gepflegt. Und sind Herrlis und Fraulis Herzigratzi. Und ich glaube, die Jungen werden euch eine Herzigratzi. Dann sage ich danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Video. Tschüss, Baba!